verbannen, wie ich das. Jo. Hello, my little burner chickadee. What do you have for me? J von der Ecke. Ich wusste gar nicht, dass die einen. Oh ja. Meine Frau kriegt einen Schraubendreher raus, wa? Nee, ich hab das gleiche. Mal so zur Abwechslung. So, dann guck mal bitte bei deinen Quests, bei den aktiven Quests nach. Aktive Suchmeldung Quest habe ich noch. Narrengold. Mach Narrengold, ja, am Pier. Mal wieder zum Pier. Folge den Hinweisen zu Dantes und Randys Treffpunkt. Haben wir die nicht gestern schon kalt gemacht? Kann sein, ja. Ich meine, wir hätten die also gestern kalt gemacht. Dieser Dante, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war einer von diesen Dicken. Den haben wir kalt gemacht gestern, da bin ich mir sehr sicher. Achso, ich wollte noch was anderes nachgucken. War nach zum Pier. Venice. Nee, der Pier, genau. Zum Pier. Der Pier, das ist auch so eine total geile Übersetzung. Hello. Oh shit. You friendly? Very. Nein. Ich bin nicht freundlich, aus Prinzip nicht. Name Ezekiel. People call me Zeke. Hier liegt noch ein Medikit auf dem Tisch. Out here. Anything you want to trade? My bag's a little heavy, so ja, ich bin voll. Karte angezeigt? Nee. Mm-mm. Natürlich nicht. Ah, Quests. Warte mal. Ich guck mal. In der Einsatzstelle der Rettungsschwimmer hast du dem Zombie, der einmal Dante hieß, eine Notiz abgenommen. Sein Kollege Randy hat ihm einen Spinnschlüssel hinterlassen. Er hatte etwas zu verbergen. Folge Dantes und Randys Spur, die zu einer Waffe führt. Mhm. War ja bei den Sammlerstücken. Aufzeichnung, Suchmeldung. Da, Narrenholz. 2 von 4 Aufzeichnungen haben wir. Dante, wir stecken tief in der Scheiße. Der Safe ist wieder aufgetaucht. Also der Safe, den wir außerhalb des Hauptquartiers vergraben hatten. Mit dieser saucoolen Waffe, die wir diesem korrupten Kopf rausgeleiert haben. Hol mir ein Eis beim Riesenrad. Du nimmst dir das Wegwerfhandy, das ich plus F abgenommen habe. Und du triffst dich mit B auf einen Frozen Joghurt in dem Durchschnitt.
Durchgang bei den Läden. Sei um 9 da und sei unauffällig und alles. Ja. Also müssen wir jetzt auf den, zum Riesenrad, oder nicht? Zum Riesenrad? Ja, ein Eis beim Riesenrad. Da wird ja ein Eisladen sein. Geh ich mal da von aus. Da ist, meine ich, einer, ja. Warte mal, könnten wir da nicht theoretisch auch da hinten hochgehen? Eigentlich schon. Sind wir, glaube ich, schon direkt da. Es ist auch einfacher, weil du da nicht die ganze Zeit durchlatschen musst und dann hier unten rennen nicht so viele Zombies rum. Bist du hier außen rumgegangen? Ja, ne? Durch diesen einen Laden. Zweihänderschwert. Was? Geh weg. Du auch. Pissig. Eiscreme. Ja, ich habe den Eiscreme-Laden gefunden. Ich kann nicht das halten. Das nächste Piece of the Cone ist around here somewhere. Ach da. Ja. Okay. Scheiß Feuerwehrgeher, ne? Die sind gegen alles. Scheiße, daneben geschossen. Scheiße, wo kommt die denn jetzt her? Geh mal weg. So, Wegwerf-Handy. Hast du es gefunden? Nee, ich guckte hier gerade, was die hier gedroppt haben. Hier hinten. Hier auf der Bank liegt es. Jo. Hello, my little burner chickadee.
What do you have for me? Jot von der Ecke. Ich wusste gar nicht, dass die einem. Oh ja. Vorsicht. Du kannst mal schön liegen bleiben, mein Freund. Vorsicht. So, komme ich jetzt vielleicht dazu, das zu lesen? Mal hier vorne hin. Alles klar. Du sollst mich am Pier treffen wegen dem Code für den Safe. Ach ja. Na. Ich hab Scheiße. Soll uns das jetzt weiterhelfen? Dantes Treffpunkt steht hier unten rechts auch nur. Hä? Ja. Geil, so. Chemikalien. Wenn ich gucke in den Aufzeichnungen. So. J von der Ecke, wo bist du? Neues Hotel, wer da? Hier ist R, du Knalltüte. Wieso hast du meine Nummer nicht? R? Randy, ich habe es dir erklärt. Glaub, du hast die falsche Nummer. Randall. Oh, scheiße, Randy, was geht? Du solltest mich am Pier treffen wegen dem Code für den Safe. Ach ja, so mehr steht da nicht drin. Super. So eine Suchspähchen habe ich jetzt natürlich auch ganz viel Lust. Pier treffen. Karte ist aber auch nix. Ich hasse sowas, wenn dann dein nächstes Ding da nicht markiert wird, ne? Ja, ich mag das auch nicht sonderlich. Erstes geht zu dem Spind von Randy. Ja, das haben wir als nächstes. Erhält man die Aufgabe, folge den Hinweis zu Dantes Treffpunkt und folge dem Hinweis zu Randys Treffpunkt. Den ersten Hinweis in Form von der Zusammenkunft großer Geister findet man ganz am Ende vom Santa Monica Pier auf einer Sitzbank. Ja, den haben wir gerade eingesammelt. Das haben wir eingesammelt gerade, genau. Den zweiten Hinweis findet man am Strand weiter nördlich vor Luigi's Pizzeria. Der Fehler im Plan. Ah, okay. Dann guck mal auf eine Karte, wo Luigi's Pizzeria ist. Das war... Warte mal, irgendwo hier vorne, glaube ich. Hier. Ist das. Hier oben ist das. Ja, ja. Da, wo der Safe ist. Ja, ja, ich hab das gestern gesehen. So, ja, wo finden wir den Hinweis da? Wahrscheinlich befindet müssen wir dann wieder... Links neben dem Gebäude in der Gasse mit den Müllsäcken. Okay. Aber den haben wir gestern, glaube ich, eingesammelt. Ich glaube auch. Aber wir gehen mal gucken. Wir können ja mal gucken. Das ist ja jetzt auch keine Weltreise mehr. Eben. Oh.
Ferkel den Arm verloren. Naja. Hat sie eh nie gebraucht. Ich fand jetzt nicht, dass sie so aussah, aber gut. Dass ich weitergelaufen bin. Warte mal, hier war das, glaube ich, ne? Irgendwo. Ja. Ja, da unten. Hier unten ist die Pizzeria. Und hier die Gasse müsste gemeint sein. Ja. Oh, he, ahu, I smell a clue. But where to find and what to do? Hier. Da. Du bist der Sprungstroll. Du hast jetzt den Code. Finde nun den vergrabenen Safe. Oh, scheiße. Da ist schon wieder so einer. Die Krise. Haha. Tong. Kann ich jetzt mal in die Aufzeichnung reingucken, ja? Nee, kann ich natürlich nicht. Ah, das ist bei diesem Rettungsschwimmer-Ding. Muss der Tresor sein. Das habe ich mir schon beinahe gedacht. Ich gucke auf die Karte, ich markiere da mal eine Werkbank. Ja, ist gut. Also da, 128 da ist Meter. Auf jeden Fall.
Warte mal. Ahu, ahut. Now for that loot. Nehmen wir den vergrabenen Schatz aus. Warte mal. Hier. Hier ist er. Ach was! Das ist er. Pling! Vor allem. Ich hab noch mal gerade. Ah, Hilfe! Ich muss mal gerade mein Inventar leer machen. Ich kann die nämlich nicht aufnehmen, aber ich lasse sie hier garantiert nicht liegen. Solltest du auch. Ich bräuchte nur mal ein bisschen Deckung. Ja. Kann ich dir geben. Recht herzlichen Dank. So. Das war das. So, dann möchte ich jetzt einmal oben an die Werkbank noch fixen. My bag's a little heavy, so want to buy anything and lighten my load? Bist du so weit? Day or night. Yeah. I'm running a 24/7 store right now. Jetzt erstmal nach Beverly Hills wieder zurück, weil da sind nämlich noch zwei Quests, die man machen. Ich höre doch schon ein Funkgerät, hat doch hier gerade einer. Ja. Mom, daughter, stepdad. Cool uncle. Do you read me? It's Sarah. If you're in the area, I need some help at Monarch Studios. Meet me at my trailer by stage 4. Hey, Captain Vixen. I'm calculating a course to stage 4 now. Hey, you going to the fridge? Grab me a beer, would you? Beweg deinen Arsch selber, wenn du was zu saufen haben willst. Warum denn nicht? Nö. Du könntest gleich die Nebenquest noch aktiv machen, bitte. Ja. Sarah said to meet at stage 4. Bei Sarah im Trailer vor der Sound Stage 4. Da wollen wir das Messerchen nochmal ausprobieren. Jetzt mal genug gebrannt hier. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich habe mich extra schon umgeklopft, weil vielleicht irgendwo ein Wasserkanister hier stehen haben, aber ist keiner.
ganz nett, aber nicht meins. Less of the drama, darling. It's nice to have, aber nicht meins. Ha. Ach, was lieb ich das. Der hat ja niemals was Cooles gedroppt, der Typ. Ist ja langweilig. Nach jetzt. Fall um. Das ist doch der Fred aus dem Hotel hier. Auf dem Plakat hier oben. Jimmy Montana. Dieser Quatschkopf, dieser Vollidiot da oben. Ja, kann sein. Ach, ja, gibt's ja nicht. Ich will da nicht rein. Werden aber müssen. Don't just stand there. Help me. Genau deswegen will ich hier nicht rein. Oh, ja. Anyone there? I need help. Stop faking it. Lasst mich doch nachladen, Herrschaftszeiten, ey. Mein Gott.